nach dem Musikstück der Kampfsportmuse der Fee das 100-jährige Jubiläum der Prangerstuhl zu Schützen eröffnen und euch alle recht herzlich willkommen heißen und begrüßen. Begrüßen darf ich unseren hochwürdigen Pfarrer Manfred Neulinger. Unseren Bürgermeister Paul Weißenbacher mit Gattin. Unseren Vizebürgermeister Wolfgang Reiter und die Gemeindevertretung. Alle Obleute von den Hinterseer Vereinen, herzlich willkommen und grüß Gott. Unseren Altbürgermeister Herzi Schlechtau, unseren Bürgermeister aus der Dienst, den Heinrich Oberrascher. Weiters darf ich begrüßen unseren Bürgermeister von unserer Nachbargemeinde aus Freisenau, Hubert Ebner. Hubert, herzlich willkommen. An Vizebürgermeister Isato, der Sepp. Ja, da wird der Sepp, jetzt war mir da nicht mehr eingefallen, wie der heißt. Sepp, grüß dich. Was mir auch alles gefreut, haben wir die Tragmusikkapelle Freisenau, ist auch gekommen mit einer großen Abordnung, mit einem Obmann, einem Hans Ebner. Herzlich willkommen. Dann ja, die Kampfsportmusik darf auch herzlich begrüßen. So, wo sind sie? Jetzt ein Teil spielen. Aber ein besonderer Gruß gilt heute unseren Gästen, die was von weit hergekommen sind. Das sind die Antonius Schützenbruderschaft aus Gerlingen mit dem ersten Brudermeister Lothar Schäfer. Mit dem Major Markus Dornseifer. Mein Hauptmann Ansgar Bicker. Das Königspaar Birgit und Klaus Welter. Und der Kaiser, glaube ich, kommt erst morgen, oder? Ah, der Kaiser. Ah. Der Holger Drebe. Hallo. So, ich darf vielleicht einen ersten Brudermeister bitten, dass er zu mir rauskommt, um ein Geschenk zu übernehmen. Geschenke überreichen von Hintersee. Es ist unsere Kirche mit unseren Schützen.
und euch noch recht herzlich willkommen heißen und einen guten Aufenthalt hier in Hintersee wünschen. Ja, ich möchte mich recht herzlich für die Einladung dieses Jahr bei euch hier bedanken. Ihr wart vor das Jahr 2008 bei uns in Gerlingen und es war sehr schön mit euch gewesen. Ja, und als Erinnerung an dieses schöne Fest möchten auch wir euch ein kleines Geschenk überreichen. So, und der Lothar hat gerade schon das Geschenk übergeben, aber es gibt eine Tradition, das ist bei uns so üblich und ich denke mal, das stößt hier auf Gegenliebe. Beide Vereine, ob das jetzt die Pranger Stutzenschützen hier in Hintersee sind oder auch der St. Antonius Schützenbruderschaft in Gerlingen, wir sind halt der Tradition verpflichtet, wir ahmen unsere Vorfahren und nach und gehen unseren Vätern nach. Und aus diesem Grunde zeichnen wir uns aus, hier mit einer schönen Uniform. Unsere Uniformen werden wir morgen auch anziehen. Heute haben wir schon zum Zeichen, dass wir auch Schützen sind, unsere Schützenkappen aufgezogen. Und eben diese Schützenkappe zeichnet halt bei uns jeden Schützen aus. Und aus diesem Grunde möchten wir ganz gerne euren Hauptmann, den Markus, auch eine unserer Schützenkappen überreichen und quasi zum Ehrenschütze in Gerlingen ernennen. Noch nicht ganz passt die Kappe, die setzt sich mit der Zeit. Man muss sie nur oft genug aufziehen. Danke vielmals, ich werde jetzt immer drum. So, und jetzt werden wir noch eine lautstarke Begrüßung machen. Die Schützen stehen schon draußen, stehen schon am Acht mit den Stutzen. Sie warten noch mehr auf mein Kommando. Fertig machen. Feuer frei! Das war jetzt die lautstarke Begrüßung. Jetzt darf ich die Musik bitten, dass nur ein Stück gespielt und dann gehen wir zum Bieranstieg über. Da darf ich den Bürgermeister bitten, dass er aufkommt und das vornimmt, hoffentlich kann er das auch.